Bonjour. Ich heiße Mathieu. Malinsky. Setzen Sie sich. Spielen Sie mir etwas vor. Was denn? Eine Tonleiter. Drei Oktaven rauf und runter. Und in D-Dur. Ein Ton höher in Terzen. Arpeggio in F-Moll. Arpeggio des Dominant-Sept-Akkord. Und jetzt chromatisch. Was soll der Mist? Sie wissen vielleicht nicht, was eine chromatische Tonleiter ist. Das, was Sie zu Anfang gemacht haben. C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, A, S, H, C. Anfängerniveau. Arpeggio in Fis-Dur nach links und C-Dur nach rechts in Achtel. Viertelnote in 160. Lautet, sich nicht für besser halten, als man ist. Die Musik hat nicht auf sie gewartet und wird sie nicht erwarten. Demut ist die wichtigste Tugend eines Musikers. Die Stunde ist beendet. Verstanden? Das Metrum haucht der Musik das Leben ein. Ohne Rhythmus gibt es keine Geschichte, kein Leben. Gut. Übung 20, direkt in D-Dur. Los. Ich hau ab. Die Unterrichtsstunde ist noch nicht um. Ist mir doch egal. Diese Hände sind dein wertvollster Besitz. Sie werden dir das ermöglichen, wofür du gemacht bist, für die Musik. Ich habe selten jemanden so spielen hören wie Sie. Ihre Bach-Interpretation ist sensationell. Was wollen Sie? Kommen Sie doch mal zu mir ins Konservatorium. Ich habe einen guten Plan. Bist du interessiert? Polizei! Bleib stehen! 6 Monate gemeinnützige Arbeit für Monsieur Malinsky. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, Monsieur Gaitner. Keine Ursache. Also die gemeinnützige Arbeit ersetzt die Haftstrafe. Sie wissen sicher, dass in dem Kontext die Wahl dieses Jahr von entscheidender Bedeutung ist. Seit 3 Jahren hat keiner unserer Schüler den Preis gewonnen. Unser Renommee leidet darunter und ich rede nicht von den Budgets. Morgen. Treffen im großen Saal um 6 Uhr in der Früh, bevor Ihr Dienst anfängt. Setzen Sie sich. Sie haben Unterricht bei der Gräfin Mademoiselle Elizabeth Buckingham. Die Gräfin ist die Beste. E-C-E-G-C-E-G-C-E-G. Wir geben Ihnen eine Riesenchance. Das scheint Ihnen nicht klar zu sein. Ist es wahr, du spielst jetzt keine gemeinnützige Arbeit? Ich gehe nicht zu dem Wettbewerb. Begreifst du nichts? Der Grand Prix d'Excellence war für alle großen Pianisten der Anfang. Ab jetzt ist das euer Unterrichtssaal. Was steht da? Diminuendo und Piano a Tempo. Und woran denken Sie dabei? An Kaffeekapseln? Der Wettbewerb findet in etwas mehr als 4 Monaten statt. Geben Sie sich Mühe, fangen Sie mit der Arbeit an.
erwähnt, dass das Kostbarste in seinem Leben die Musik ist. Und ich denke, das verbindet uns alle. Sie spielen, weil sie nicht anders können, weil es für sie lebensnotwendig ist. Sie haben die Musik in sich.